Herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich habe mir mal vorgenommen, mit dem Sims 3 Erstelle eine Welt Tool eine kleine Nachbarschaft zu erstellen. Was hieß klein? Eigentlich soll sie schon ein bisschen größer werden. Dazu mache ich dann so ein bisschen Tutorial mit, aber nicht so viel. Ich will mich wirklich mehr auf das Erstellen der Nachbarschaft konzentrieren und nicht so euch alles zu zeigen. Zum Teil, weil ich auch selber nicht alles kann und kenne. Ja, da machen wir mal gleich los. Eine neue Welt. Maximale Höhe lasse ich mal 100. Das reicht für mich vollkommen zu. Man kann es auch 200 oder 300 machen. Das sind dann solche Höheneinheiten, die es gibt. Ich glaube, die sind ungefähr auch so in Kästchengröße, wenn ich das was sagt. Ja. Ich mag gerne eine Wüstengegend oder ich habe vor, so eine kleine Wüsteninsel zu machen. Oder eine Insel mit einem sandigen Grundton, aber da kommt dann noch ein bisschen Grün dazu. So. Und eine flache Map. Ja, vielleicht kann ich euch mal kurz was hier zu den Sachen sagen. Also, man hat, wenn man das Tool runterlädt, vorgegeben drei verschiedene. Also, es gibt eine flache Map mit drei verschiedenen Höhenlagen. Das bedeutet einfach, dass der Grauton ein bisschen anders, so dass der Meeresspiegel dann. So dass die Karte dann kurz über den Meeresspiegel ist. Ja. Und ja, man hat es kurz gerade gesehen. 2048 mal 2048 Pixelgröße. Das bedeutet, die Größe der Karte hängt von der Größe der Bilddatei ab, die er da benutzt. Ja, das sind Graustufenkarten und das bedeutet allgemein, wenn es schwarz ist, liegt das Gelände dann tief, wenn ihr das importiert. Und was weiß ist oder heller ist, das wird dann höher im Spiel angezeigt. Ja, also es gibt wie gesagt jetzt so drei verschiedene Grundtöne von Grau, damit halt der Meeresspiegel angepasst ist. Wenn man das zum Beispiel so macht, das 300er zu wählen, aber man lässt das hier auf 100, dann hat man halt die ganze Karte auf einem anderen Höhenlevel. Und bei 200 Niveaus hat man dann auch verschiedene vorgegebene Gelände. Also zum Beispiel bei Large Island, also hat man halt eine Inselgegend und eine bergige Gegend mit einem Strand und eine bergige Gegend mit einem Fluss. Und das Ganze nochmal Medium. Medium hat dann 1024 mal 1024 Pixel, also nur noch halb so groß wie die große. Bei Small ist es nochmal halb so groß, also 512 mal 512. Und bei Tiny dann 256 mal 256. Ja, jetzt wird das hier gerade nicht angezeigt, aber ihr könnt mir das auch so glauben. Wie gesagt, 100 reichen mir eigentlich zu. Ich glaube, von der maximalen Höhe hängt dann auch ein bisschen ab, wie viel Leistung die Nachbarschaft dann im Spiel braucht. Ich weiß nicht, wie viel das denn ausmacht, wenn man hier von 300 zu 100 wechselt, ob das dann wirklich einen großen Effekt bringt, aber ich lasse das einfach mal so. So, jetzt habe ich eigentlich OK gedrückt. Genau, jetzt wird erstmal eine grobe Karte erstellt. Grob heißt in dem Fall einfach nur ein Viereck im einen schier endlosen Ozean. Ja. Man kriegt eigentlich am Anfang immer so eine Insel vorgesetzt. Wenn man Festland haben will, da haben die Entwickler von also die Sims 3 Entwickler haben dann einen ganz speziellen Trick, den will ich euch mal gleich am Anfang zeigen und euch damit auch ein bisschen begründen, warum ich kein Festland mache. Und zwar haben die Spielobjekte eingeführt, mit denen man hier die Nachbarschaft im Hintergrund wie Festland aussehen lassen kann. Um Objekte einzuführen, braucht man erstmal einen eigenen Layer. Layer hinzufügen. Ja, es gibt den allgemeinen Layer. Ich glaube, da ist alles drin, was so im Spiel selber passiert, wenn man das dann exportiert hat und spielt. Und wenn man eigene Layer hinzufügt, dann kann man dort Objekte reinsetzen und damit auch verwalten. Also wenn ich jetzt mehrere Layer hätte und die unterschiedlich benenne, kann ich zum Beispiel in Layer Straßen machen, in Layer Grundstücke, sowas in der Richtung halt. Ja. Ich mache jetzt erstmal hier nur Layer 1, der ist aktiviert, glaube ich. Jetzt ist aktiviert. Da hat sich die Schrift gerade verändert. Da kann ich jetzt hier Spielobjekte einfügen. Umgebung. Und wenn ich keine Lust habe zu suchen, gebe ich jetzt einfach mal Gel ein und da sollte Gelände kommen. So, und dann mache ich jetzt einfach mal beispielsweise entferntes Gelände China. Ja, und da sieht man das hier ein bisschen. Ja, da hat man hier im Hintergrund, also hat man halt einen Hintergrund. Und was man jetzt auch erkennt, das lässt sich total schlecht platzieren, dieses Gelände. Ich mach's mal weg und zeige euch mal ein anderes. Ja, das wäre jetzt so, ich glaube, der Standardhintergrund von der Standardnachbarschaft, die man aus dem Grundspiel hat. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das so ist.
Egal, ich kann die so oder so nicht benutzen. Es ist einerseits schwierig, die erstmal richtig zu positionieren, dass man hier diesen Ausschnitt in der richtigen Position hat. Und zweitens ist es auch schwierig, dann den Anschluss von dieser Karte zur eigenen Karte, also von diesem Hintergrundobjekt zur eigenen Karte richtig darzustellen. Man sieht das ja hier so die Linien, so, geh mal weg, du. Hier so die Linien, das müsste man dann exakt irgendwie einstellen, dass die Höhe da stimmt. Das macht keinen Spaß, glaube ich, das selbst rauszufinden. Vielleicht gibt es da Höhenkarten, was ich euch am Anfang gezeigt habe, diese Höhenkarten, vielleicht gibt es da welche, die man da einfügen kann. Aber es könnte sogar sein, dass die vorgegebenen da passen. Das hier könnte zum Beispiel zu dem Strand gehören. Bin ich mir aber nicht sicher und habe ich auch keine Lust, mich da auszuprobieren. Das müsste, also das würde wirklich ziemlich lange dauern, so eine Karte abzustimmen. Deswegen lasse ich das. Und es bleibt eine Insel. Nein, ich will doch das ganze Ding löschen. Ja, möchte ich. So, jetzt haben wir halt eine Insel. So, ich sehe gerade, ich habe schon 6 Minuten geredet und wir haben noch gar nichts gemacht. Das müssen wir mal ändern. So. So, damit ich ein bisschen mehr sehe, verstecke ich die ganzen Sachen hier an der Seite. Wenn ich die brauche, kann ich sie immer noch anklicken, dann sind sie wieder da. Ah, jetzt habe ich es wieder reingefügt. Ja. Und wenn ich Gelände bearbeiten will, gehe ich hier auf Formen. Ich gehe, also wenn ich euch was versuche zu erklären, dann mache ich das, sobald ich was brauche. So, jetzt rücke ich mir erstmal mein Menü hier zusammen. Und ja, den Pinsel brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Aber ich weiß aus Erfahrung, genau. Ich muss den Pinsel runtersetzen, damit ich jetzt hier bei Anstrich dieses Fenster oben runterkriege. Es gibt hier eigentlich noch eine Zwischenstufe, aber nee. Ja, doch, die hat diesmal Einfluss. So, da kann ich das jetzt über den Pinsel schieben und brauche den Pinsel nicht mehr. Na, ich habe es gerade ein bisschen übertrieben. So. Pinsel hängt damit zusammen, wenn ich jetzt irgendwas hier auswähle, zum Beispiel so diese Textur, und ich stelle mir hier was ein von der Größe, Transparenz und Verwischung her, dann kann ich mir das dann hier reinsetzen und zum Beispiel das wählen und dann wähle ich wieder den anderen. So, und da kann ich ziemlich schnell hin und her wechseln. Macht sich sehr gut, wenn man unterschiedliche Texturen hat, die man verwendet, oder bei Formen klappt das genauso. Ja, ich könnte noch ein Quadrat nehmen. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. So, ich möchte mal anfangen, was zu machen. Ah, okay. So, machen wir mal hier weiter. Jetzt schiebe ich den Pinselparameter ein bisschen wieder höher, damit wir hier unten alles sehen. Ja. Und jetzt hier das auch wieder verstecken, damit wir mehr Platz haben. So, wie ihr seht, oder wie vielleicht einige schon entdeckt haben, ich nehme das hier mit einem kostenlosen Aufnahmeprogramm an. Auf. Hängt einfach damit zusammen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hier sehr lange mache oder nicht und ob mir dann vielleicht mal irgendwann die Lust ausgeht. Da wollte ich nicht unbedingt jetzt Fabs für 30 € kaufen. Noch nicht. Wenn ich merke, das macht mir Spaß und es kommt vielleicht auch ganz gut an im Internet, dann mache ich mir vielleicht die Mühe, aber wenn das überhaupt nicht ankommt oder ich selber nach 4, 5 Folgen keine Lust mehr habe, dann wäre es ja schade drum gewesen, jetzt ein extra Programm dafür zu kaufen. Und wenn einige der Meinung sind, man kann sich das auch so besorgen, ja, ihr könnt das machen, aber ich bin da ehrlich gesagt lieber auf der sicheren Seite und macht das ehrlich. Ja. So, was ich jetzt vorhab, und ich sehe gerade, meine Zeit läuft wirklich gleich ab. Ich mache jetzt erstmal hier diese scharfen Kanten runter. Das führt im Spiel manchmal dazu, also ich habe mal eine Testnachbarschaft gemacht. Das führt dazu, die Sims können hier mit dem Wasser interagieren, also die können angeln, aber über diese komische Klippe kriegen sie das nicht richtig hin und da gibt es dann irgendwelche komischen Fehler. Um das zu vermeiden, mache ich jetzt einfach hier den Rand runter. Außerdem ist das ist ja die größte Karte und die haben mal so viel Platz in der Mitte, wenn wir da ein bisschen gut umgehen, dann reicht das vollkommen aus. Da haben wir dann in der Mitte effektiv so viel Platz wie bei einer mittleren Karte. Aber wenn man eine mittlere Karte nehmen würde, würde man ja auch wieder die Ecken abschrägen und dann wäre ja noch weniger Platz. Ja, einen großen Kreis dafür. Und dann gehe ich hier gleich ins zweite Video. Bis gleich.